Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island Riptide. Beim letzten Mal weiß ich gar nicht mehr, was so genau passiert ist, was beim letzten Mal passiert. Wir wollten zum Krankenhaus. Haben wir das geschafft, zum Krankenhaus zu kommen? Oh Gott, falsche Taste. Ich glaube, wir haben es geschafft, denn das Krankenhaus wird ja nicht mal angezeigt. Wo müssten wir denn als nächstes hin? Da sind wir doch, glaube ich, einen gewissen Herrn hinterhergerannt. Genau, dem Markus Villa. Und wo sollen wir jetzt hin? Geht zum Haus von Markus Villa. Ach ja, natürlich. Das ist auch bestimmt nicht von Zombies voll oder so. Das finde ich ganz gut, dass das nicht von Zombies voll ist. Ich meine, der Typ geht sehr respektvoll mit uns um. Das ist jetzt aber nicht da oben, oder? Ach, da, ja, super. Das ist das Haus. Das ist ja auch nicht so weit weg, ne? Nur sehr weit weg. Okay, dann, wenn wir jetzt oben an der Straße sind, einfach geradeaus und irgendwann kommt eine Straße nach rechts und die der folgen wir. Okay. Wenn ich denn den Weg bis nach oben finde, aber das müsste ich irgendwie noch hinkriegen. Und ich fühle mich immer noch, als ob ich mit einem einarmigen Krüppel hier durch die Gegend laufen würde. Vielleicht hat die... Lauf normal. So viel zum Thema, was ich gerade sagen wollte. Ich fühle mich, als ob ich hier einen einarmigen Krüppel bediene. Weil er die ganze Zeit wegslidet und was weiß ich alles. Nein, habe ich noch nicht. What have we here? Schön, immer mit der Ruhe, ja? Ansonsten gebe ich hier immer so eine Fackel in den Arsch zur Heilung. Das war jetzt asozial. Oh, so asozial war das. Was können wir denn hiervon gebrauchen? Eigentlich gar nichts. Du Lappen. So einen Lappen zu verkaufen. Aber wir können dir doch bestimmt irgendwas geben. Zum Beispiel dieses schwache Küchenmesser. Kein Problem, darfst du haben. Ist das nicht richtig toll von mir? Und richtig nett, dass du das ausnahmsweise haben darfst. Die schwere Signalpistole bringt, glaube ich, im Moment absolut gar nichts mehr. Gibt es irgendwas wie ein Lager? Ich will die nicht loswerden. Ich will die wirklich nicht wegschmeißen, aber das bringt ja nicht viel. Wir haben viel zu viele Waffen, die wir schon geupgradet haben. Schwacher Fleischklopfer, ja, weg damit. Sonst noch irgendwas, was ich nicht vergessen darf? Das Ding ist fast kaputt. Wir benutzen ja jetzt bald das andere. Warte mal. Wo haben wir denn den anderen? Stabflüssigfeuer. Direkt da drunter. Alter, die Wucht ist dabei aber auch nochmal viel höher. Ja, eigentlich könnten wir das verwenden. Wir brauchen nur noch ein bisschen Kohle, die wir jetzt eigentlich haben. Ja, wisst ihr was? Dann verkaufen wir unseren guten alten genagelten Stab einmal. Du hast gute Arbeit geleistet. Aber jetzt wirst du jemand anders gute Arbeit leisten. Hoffe ich zumindest. Starke Schaufel. Habe ich die geupgradet? Ich glaube schon, oder? Nee, habe ich nicht. Wollten wir die verkaufen oder wollten wir die benutzen? Gerade mal gucken. Die haben wir doch im Inventar. Habe ich da irgendwas drauf gemacht? Die sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Muss man so mal dazu sagen. Und wie viel bringt die? Ah, muss ich natürlich wieder hier anklicken. Da hängt er wieder in seinem Inventar. Raus da! Das ist auch schon voll geupgradet. Das Ding war eigentlich leicht wertlos. Aber ich will halt mit einer Machete rumrennen. Was soll das, hä? Ich will einfach nur mit einer Machete hier rumlaufen. So, ich werde einfach mal das hauptsächlich für das Wichtigste, was ich hier immer verkloppen muss. Denn das ist das Schlechteste, was wir, glaube ich, dabei haben. Bis auf den Hammer. Okay, dann würde ich sagen, den Hammer und hier dieses Chili-Lack oder wie auch immer das heißt. Die beiden Teile werden wir jetzt mal wegknüppeln hier. Und dann fangen wir an mit den coolen Sachen, mit der Axt und mit dem anderen, mit dem, was war das, mit der Machete, genau. Das ist noch so die Standardwaffe in der Zombie-Apokalypse und nicht hier so einen gigantischen Fleischklopfer. Ich weiß auch gar nicht, wie wir immer an so einen Scheiß kommen. Dann kriegen wir immer ein Geschenk, ne, von Leuten wie dir. Kannst du mir einfach deine Karre geben? Wer ist denn derjenige, der die ganze Zeit draußen rumrennt? Wer ist derjenige, der hier hinterm Gitter steht? Ha? Nicht ich! Du sitzt sicher an den vorbei, oder? Ach, ich gehe einfach hier an den vorbei. Ich fühle mich immer noch, als würde ich einen einarmigen Krüppel bedienen. Aber das ist ja nicht schlimm, ne? Absolut nicht. Na, wer von euch steht jetzt wieder auf? Zum Beispiel ihr da hinten. Ihr seid doch bestimmt Infizierte, oder? Warum steht ihr zweimal auf? Sie steht sogar wahrscheinlich dreimal auf. Verfolgt? Nee, werde ich nicht. Hallo? Wo komm doch näher? Oh, du bist nicht infiziert. Du bist einfach nur ein Geher. Auch Spacken genannt bei euch. Okay, das hat durchgehauen. Ja, komm doch her, meine Kleine. Der Blut aus dem Kopf spritzt. Dir geht's, glaube ich, nicht so gut, ne? Links und rechts. Niemand hat dir gesagt, dass du mich anpacken darfst. Hör mal. Wer hat dir das denn erlaubt? So, Birne, weich getreten bei dir auch. Wenn ich, dass du aufstehst und mir nachher wieder in den Rücken fällt. Du bist ja hier so, bestimmt so ein Prügler, oder? Du stehst da schon. Hey, du bist ein ganz normaler Spacken. Okay, dann kriegst du auch wie ein ganz normaler Spacken ins Gesicht. Wow, episches Slow-Mo-Gedönse. Auch wenn es gar nicht so episch war. Weil das absolut im falschen Moment war. Guck, guck. Du willst gar nicht aufstehen. Doch, willst du bestimmt. Wow, Slow-Mo.
Wozu dieser Slow-Mo-Effekt? Der ist teilweise echt richtig unnötig. Okay, dann verschwinden wir mal hier aus Halai. Nicht aus Hawaii, sondern Halai. Das ist mit L. L. Peng! Ich lieg das Ding da noch. Nö. Aber eigentlich... Ah, da liegt es in der Ecke. Man kommt sogar noch dran. Das ist ja super. Natürlich verlieren wir das Ding nicht. Jetzt hüpft er wieder hoch. Hab ich jetzt hier nicht eingebunkert, oder? Dann kommt er hier. Ha, super. Die Entwickler von dem Spiel haben dran gedacht. Das ist ja absolut super. Hier, Game Tech. Jetzt so ein bisschen... wie so ein kleiner... So ein bisschen so wie der Laden Kaufland. Keine Ahnung. Ja, super. Ich lasse mir die Treppen runterboxen, während ich über irgendwelche Geschäfte ablässe. Ich finde den Laden einfach ein bisschen Kaufland. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer von euch bei Kaufland einkaufen geht. Kann aber auch sein, dass ihr damit gute Erfahrungen habt. Aber wahrscheinlich so ein bisschen wie ein Aldi, der nicht Aldi heißt. Aber das ist halt so ein bisschen... Immer wenn ich den Laden, den Namen von dem Laden höre... Jetzt, Junge, jetzt leg dich nicht mit dem an. Das bringt uns absolut gar nichts. Wenn ich so den Namen von diesem Laden höre, denke ich immer so ein bisschen, dass das für Leute ist, die nicht mal Deutsch können, aber hier in Deutschland leben. Also irgendwie, dass die dann denken, also, das heißt Kaufland, das heißt, du kannst da kaufen, ne? Das ist ein Land, wo du kaufen können. Okay, gehen wir mal nach Land, wo wir kaufen können. Also so ein bisschen Kaufland, näher geht's nicht. So, hier kannst du was kaufen, du Idiot! Warum kommst du denn hier aus dem Busch? Du bist voll scheiße. Ruhe jetzt! Wenn ich hier mal treffen würde, wird das Ding auch noch ein bisschen mehr bringen. Aber minimal. Jetzt, ja, was ich hier mache, ist gerade sehr gut. Ja, erhol dich erstmal ganz in Ruhe. Keine Hektik. Genau, lass dich den Typen einfach nochmal ins Gesicht springen. Oder lass dir den Typen ins Gesicht springen. Krieg jetzt auf eine Möhre. Auf eine Möhre. Okay, dem Kopf. Der Kopf fehlt schon. Dein Kopf fehlt jetzt auch. Und das Ding ist fast kaputt. Ich hätte eigentlich auf ein Auto gehofft. Ja, gut. Ich hätte auf ein Auto gehofft. Gefunden. Ich bin jetzt allerdings auch schon fast da. Hier fährt man auch auf der rechten Seite. Sehr schön. Wir regenerieren tatsächlich Leben durch unseren schicken kleinen Skill hier. Was würde uns der Skill auch sonst bringen, wenn wir das nicht machen würden? Oh, bist du mir vor die Räder gelaufen? Ja, meine Schuld ist das nicht. Jo, mei, hör mal. Meine Schuld ist das nicht. Das ist hier der Weg, oder? Wenn das jetzt der Weg ist. Ja, das hat es auf jeden Fall richtig brutal gebracht. Richtig hammermäßig hat es das gebracht. Bin eingestiegen, konnte auch schon fast wieder aussteigen. Hallo. Alles klar. Okay, anscheinend bist du wirklich tot. Aber ich gehe immer bei euch gerne auf Nummer sicher, indem ich euch die Birne weghau. Ding dong. So, denn ich will nicht, dass sie wieder hinter mir aufsteht, mir in den Sack haut. Was ist denn hier alles? Hier so ein paar Taschen versteckt. Natürlich, ich meine, ja, und auch hier unten. Achso, da liegt jemand. Okay, ding dong. Gut, das war zwar nicht der Kopf, aber egal. Ja gut, ihr seid ja hier so schöne Wasserleichen. Steht wahrscheinlich irgendwann wieder auf. Wenn wir sowieso von der Insel weg sind, das heißt, ihr seid jetzt keine Bedrohung. Und mein dämlicher, das sieht immer noch aus, ich habe immer noch so das Gefühl, das ist einfach ein Ast mit einer Wurzel noch unten dran. Deswegen dieses komische, guck mal oben rechts auf das Symbol da. Sieht aus, als ob da noch eine Wurzel raushängt. Das sieht für mich immer, das ist den Eindruck, als ob es einfach ein Ast wäre mit so einem Fleischklopferaufsatz oben drauf. Also leicht uneffektiv. Hey, dämlicher Infizierter! Da gehst du fliegen, hä? Was willst du machen? Das wollte ich gar nicht, wollte ich einfach nur wegtreten. Aber so geht's auch. So geht's natürlich auch. Und du kannst dich auch hier gerne hauen nach deinem Belieben. Und keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Steht hier auch wieder auf? Ich will hier noch mehr Gesellschaft. Das reicht mir nicht. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ist das Ding jetzt langsam mal kaputt? Ich will das Teil nämlich nicht mehr weiterverwenden. Ich will das einfach nur loswerden. Okay, dahinter ist eine Kiste. Kriegen wir das wahrscheinlich direkt wieder das nächste. Hey, komm her. Tritt in den Arsch! Oh, Alter, der hat da ordentlich abgehoben. Was war das gerade? War das in-game oder war das draußen? Ich dachte erst, es wäre eine Sirene draußen. Ich glaube, das war hier. In-game. Okay, ein schadenanrichtendes Stockmesser. Das ist ja super. Natürlich mal wieder nicht für mein Level. Oh, du siehst sehr gut aus. Es regnet. Ah, das war tatsächlich im Spiel. Okay. Also alles kein Problem. Hallo? Ist hier irgendwas? Schicke Höhle so, ne? Ich meine, nicht mal. Es ist sogar zombiefrei. Und eine Giftbombe ist da auch noch drin. Hallo. Alles in Ordnung hier bei euch? Ich bin schon wieder gekreische. Ah! Da kommt sie doch schon. Bämmelem! Oh. Ich tritt hier in den Kopf und dein Bein fliegt ab. Mitsamt deinen Arm und dein Kopf explodiert auch noch. Also irgendwas läuft hier schief. Ah. Jetzt sind wir in Mataka. Das ist gut zu wissen. Hier sind schön viele Infizierte. Ding dong. Ich gehe da mal hier rein, ne? Ich sehe nur kaum was. Hier wird aber bestimmt wieder eine aufstehen.
Einmal gerade ganz kurz. Ich hoffe, hier steht keiner auf. Hier steht einer auf. Ah, helft dir selber! Scheiße! Nein, das gibt's doch gar nicht. Er sagt auch noch, help me. Alle, die help me. Jeder Zombie, der help me, sagt, explodiert. Das ist doch ganz klar. Gut, dass wir drauf geskillt haben, weniger Kohle zu verlieren. Nein! Dead Island, du verarscht mich! Dämlicher, mieser Drecksack! Du verarscht mich doch! Du hast mich jetzt nicht wirklich hier wieder hingesetzt, oder? Du musst erstmal dein Obst fressen. Das gibt es doch gar... Was soll ich denn jetzt hier hinten? Ja, schön, dass Henderson sicher sein muss. Das interessiert mich gerade weniger. Wie komme ich da jetzt schnell wieder hin? Das ist doch unfair. Ja, port mich einfach mal wieder hier hin. Interessiert ja keinen, ne? Vor allen Dingen mich interessiert das nicht, ob ich jetzt an der anderen Ende der Karte irgendwie mal starte. Boah, das ist ja richtig mies. Ihr wollt nicht, dass ich hier weitermache, ne? Nee, das Spiel will das nicht. Das Spiel will das nicht. Habe ich das jetzt... Ich habe es repariert. Super. Ich wollte es voll reparieren. Dann kann ich ihn jetzt repariert verkaufen. Das ist ja super. Ich wollte ihn auch nicht... Oh, Alter, jetzt konzentrier dich. Ja, ich bin an der Werkbank und nicht an einem Händler. Ich bin bescheuert. Okay. Ich habe mich zu sehr aufgeregt. Vielleicht reicht es ja immer noch. Wo haben wir das denn? Mit der Fackel Flüssigfeuer. Ja, es reicht immer noch, oder? Ja, perfekt. Oh, immerhin das. Wie viel Schaden macht's? Ja, eine ganze Menge. Ist ja schon mal sehr gut. Können wir sogar den ganzen Weg mit anleuchten. Aha. Magst du meinen flammenden Stab? Ich renne mal nach oben, verkaufe ein paar unnütze Sachen. Achso, da ist die Treppe. Ja, das hat auf jeden Fall schon mal sehr viel gebracht, was wir heute so geschafft haben. Da mich das Spiel einfach mal wieder hier hingeportet hat. Und wie reich die ganzen Leute hier sein müssen, wenn hier wirklich so viel Kohle andauernd liegt. Was liegt hier? Nochmal $200? Ja, super. 267. Wird ja immer mehr. Muss hier erst wieder ein Früchtchen wieder wegessen. Du Früchtchen. Hi. Ja, ich möchte zufällig was. Und zwar möchte ich dir was verkaufen. Hier, so einen billigen Schlagring. Ich meine, ganz tollen Schlagring. Kannst mir ruhig mehr Geld für geben. So einen überteuerten Hammer. Nee, absolut nicht überteuert. Also, der perfekte Preis dafür. Eigentlich nochmal nicht wirklich. Du müsstest mir eigentlich noch den dreifachen Preis geben, um das Ganze zu rechtfertigen, ne? Also, so ist das nicht. Ich meine, ich habe da unten eine Karte gesehen. Alter, jetzt laufe ich nicht auch noch rum wie so ein Vollspacken ohne Arme und ohne Beine. Ich weiß noch nicht, wie ein Spacken ohne Beine laufen kann. So, mal gucken, ob ich eventuell da sogar hinkomme. Halai, bla bla bla. Ja, das klappt auf jeden Fall gut. Wir können ja nochmal zu unserem Survival Camp zurück. Denn ich meine, was soll's? Das ist doch jetzt mindestens genauso nah dran, oder? Wo sind wir denn jetzt? Ja, das ist nämlich genauso nah dran. Alter, das ist so dämlich. Dann sterbe ich wahrscheinlich sogar noch in dem Haus, wo ich hin sollte. Und dann porten wir mich einfach wieder zurück. Ja, wen interessiert das auch, ob ich an dem Ende der Map bin oder an dem anderen Ende der Map? Ja, ja, dann mach das doch. Ich halte dich nicht davon ab. So, hier, den Molotow nehme ich auch noch mit. Auf jeden Fall haben sie mal schön viel Alkohol hier. Das heißt, das hat sich ja schon mal gelohnt. Ich habe hier was für dich. Nämlich eine Machete. Ach so, du bist ein Lager. Oh, sehr schön. Dann nimm doch mal die hier. Das würde mir nämlich sehr gefallen. Habe ich überhaupt geupgradet? Nee, ich habe die nie geupgradet. Aber draußen müssten noch ein paar Fackeln da finden. Oder so, meine ich. Hallo, Fackel? Ah, Fackeln. Zumindest so ein paar. Und die... Ja, toll, die Signalpistole habe ich jetzt auch noch mal bekommen. Das heißt, so selten kann die gar nicht sein. Handy kann die gar nicht sein. Genau. Schwere Signalpistole. Leg die mal da rein. Ich habe doch gerade noch eine bekommen. Aber wahrscheinlich wird das nicht überschrieben. Bei der Signalpistole da. Ja, auf jeden Fall scheinen die sehr selten zu sein. Hätte ich ruhig irgendwie mal verkaufen können. Ach, aber da konnte man ja nicht mit rechnen. Und was hast du zu sagen? Zufällig... Can't food is all we have here. Can't food is all we have here. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Gib mir auf jeden Fall dein Geld. Ja, can't food is all we have here. Warum sagst du das so bescheuert? Ja, super, das war aber alles an can't food is all we have here. Was ich all we have here habe. Okay, wie auch immer. Hatten wir hier noch was für extra Plätze? Ne, extra Plätze hatten wir gerade voll. Nach einem Niederschlag schnell aufstellen. Explosionsschaden verringern. Das wäre eventuell mal eine Lösung. Denn diese... Oh, wir haben noch gar nicht die Cash-Strafe gesunken. Sinken lassen. Aber wir hatten ja vorher... Nee, hatten wir gar nicht. Scheiße. Ja, ich bin gerade dämlich. Kritische Angriffe ermöglichen, die Gesundheit zu regenerieren. Machen wir mal hier 10% Gesundheit mehr. Keine Schaden. Eventuell überleben wir dann mal sogar so einen Angriff. Wäre ja ganz gut. Was hast du denn hier? Achso, du hast nichts. Hast du irgendwas? Ich kann auf jeden Fall mit dir handeln. Dann verkaufe ich dir doch mal was. Zum Beispiel die ermüdende Machete. Bitteschön. Immer gerne mache ich mit dir Geschäfte.
Was haben wir hier noch? Messerschlagring, Brecheisen. Ja, alles nicht, was ich haben... nichts davon, was ich haben will. Vielleicht hier noch so ein paar Nagelpistolen. Jedes Mal nur ein Pfeil, das ist ein bisschen wenig für den Preis. Ist jetzt zu sagen, aber ich kann mir einfach nochmal so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warum genau 10? Ich weiß es nicht. Und warum ich die Harpune auch immer noch nicht habe, weiß ich auch nicht. Ich könnte auch mal ein paar von denen hier kaufen, die sind nicht genauso teuer. So, wundervoll. Das ist ja absolut super, was ich hier mache. Ah, Spam! Spam! Was hast du zu sagen? Nichts? Ah ja, geht's dir gut? Ja, wir haben uns lange nicht mehr getroffen, ne? Wir haben uns lange nicht mehr getroffen, ja. Du fühlst dich so warm an. Ja, ja, ich soll damit aufhören, okay. Sonst trittst du mir zwischen die Beine. Ja, ich gehe ja schon. Ich weiß zwar gar nicht, was ich gemacht habe, aber wenn du unbedingt willst, dass ich gehe, dann gehe ich eben. Wow, eine Frucht. Ich dachte, das wäre was Wertvolleres. Okay, ich hatte mal schon... Warum ist plötzlich alles so dunkel? Also mega extrem dunkel. Doch, total will ich mich hier verstecken. Deswegen renne ich auch immer draußen rum, bin absolut nie hier. Hört mal auf, hier so rumzufuchteln mit euren Kanonen hier. Ja, ist ja absolut super auf jeden Fall, dass sie zurückgeportet wurden. Mal gucken, vielleicht hat hier noch was. Ansonsten würde ich hier die Folge beenden, denn ansonsten wird das hier wieder das Dateiformat viel zu groß. Eine Spaltaxt. Kampfdoppelklinge. Das klingt auf jeden Fall schon mal deutlich besser als mit dem Zeugs, mit dem wir hier sonst bombardiert werden. Zuverlässige Doppelklinge. Hier sind die Medkits auch ein bisschen teurer. Jo, geht doch eigentlich. Aber nun brauchen wir leider nichts. Oh, noch so ein Energy Drink. Kann ich einfach mal mitnehmen, ne? Einfach mal reinpfeifen, schadet nicht. So, und ich würde dann mal sagen, mit dieser bedrückenden Musik verabschiede ich mich von euch. Wir pennen einfach hier wieder in unserem Standard-Restaurant, sagen wir es so, wenn man es den Restaurant nennen kann, diese abgefuckte Bude hier. Gucken, ob hier irgendein paar Gegenstände sind, denn die können wir dann beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder plündern. Ne, sind hier nicht. Okay, dann setze ich mich jetzt hier hin, denn das geht auch in diesem Spiel sehr gut mit meiner brennenden Fackel. So, und ich würde mal sagen, Chimamam da und ich wünschen euch viel Spaß bis zum nächsten Mal. Moment, ich habe da noch was gesehen. Hefe! Gib mir die Hefe oder was auch immer da steht. Ah, ne, das ist ein Energy Drink. Ja, egal, der passt noch rein. So, kann ich wenigstens gut schlafen von dem Energy Drink. So, und dann würde ich mal sagen, nachdem wir diese ausgekotzte Melone hier auf dem Tisch gesehen haben, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und haut rein. Ciao.